Überholverbot, ja. Ist das schon eine Wiederholung oder das erste Mal? Schon eine Wiederholung. Wiederholung. Polizeihauptkommissar Carsten Sommer und Polizeioberkommissar Uli Bartel von der Autobahnpolizei Langen-Selbold sind unterwegs auf der A3 bei Frankfurt. Wir haben jetzt hier einen 7,5-Tonner vor uns, der im LKW-Überholverbot die Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Da kennt er nichts. Den nehmen wir jetzt mit hier runter an der Anschlussstelle und werden jetzt entsprechend kontrollieren. Die beiden lotsen den LKW zu einer Tankstelle. Sommer ist 9.13 Uhr. Ja. Die Uhrzeit ist auch wichtig, um auch belegen zu können, um die Tatzeit war tatsächlich das Verkehrszeichen LKW-Überholverbot geschaltet. Guten Morgen. Morgen. Verkehrskontrolle. Brauchst du eine Liste oder so? Nee, wir beschränken uns heute mal nur auf Führerschein und die Zulassung. Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Ich weiß nicht. Kennen Sie das Verkehrszeichen mit dem roten Ring und dem roten LKW und rechts der schwarze PKW? Mhm. Überholverbot? Wo? Auf der Autobahn. Ja, ich weiß, ich bin echt erstaunt. Vier sind offen gewesen, ne? Drei Hauptfahrstreifen und der Standstreifen, der freigegeben ist. Und rechts waren LKW auf dem Standstreifen und an denen sind Sie vorbeigefahren. Das stimmt. Ja? Sie wollen eine Aussage machen und geben es zu. Ist das richtig? Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Gut, dann dauert es einen kleinen Moment, dann muss ich einen Strafzettel ausfüllen. Ja. Ja. Einen kleinen Moment bitte. Ja, gibt alles zu. Gut, ich frage ihn mal ab. Ja. Du schreibst? Schreiben, ja. Ich schätze mal, das wird so an die 100 Euro vielleicht kosten. Weil es ein LKW ist, die Strafe fürs Überholverbot plus Verwaltungskosten, ich gehe mal von knapp 100 Euro aus. Ja. Kommen wir hier auf, uns unterhalten können. Alkohol getrunken vor Fahrtantritt? Ja. Nee. Mhm. Drogen konsumiert? Mhm. Nee. Drogen waren das letzte Mal genommen? Nee, nee. Noch nie? Nee. Okay. Ja. Darf ich gerade mal in die Pupillen gucken? Einfach mal zu mir gucken, mir in die Augen gucken. Augen ganz normal. Nur mal gucken, wie die Pupillen aussehen. Wo eine Pupillenreaktion haben. Ja, nee. Ich bin Diabetiker. Ja, sieht gut aus. Nee, alles gut. Nee, wir machen jetzt auch nicht den Eindruck, als wenn Sie da... Okay. Das heißt, Sie haben jetzt mehr Zucker im Blut, weil wir Sie kontrollieren. Ja, ja. Alles klar. Deswegen, ja. Mein Auge ja. Ist wirklich. Okay, haben jetzt dadurch aber keine gesundheitlichen Probleme so, dass Sie sich jetzt hier Insulin spritzen müssen oder so? Insulin habe ich Insulin auch ja? Dabei. Okay, so. Gut. So, jetzt, das sind Ihre Dokumente. Mhm. Ich kreuze das jetzt an, dass Sie sich äußern möchten und das zugeben möchten. Ja, ist das richtig? So, dann bitte noch hier eine Unterschrift. Wie viele Euro? Das kostet 70 Euro, gibt einen Punkt und dazu kommen noch Verwaltungskosten von ca. 30 Euro. Also zusammen vielleicht 100. Etwa 100 Euro. Ja? Ein bisschen besser aufpassen. Ja, stimmt. Hm? Alles klar. Okay. Schönen Tag trotzdem noch. Tschüss. Das ist speziell oder noch eine Rechnung kommen? Kommt per Post. Kommt per Post. Ab 8 Punkten wird es kritisch und Lkw-Fahrer verlieren in der Regel den Führerschein. Carsten Sommer und Uli Bartel fahren zurück auf die A3. Die Leitstelle hat ihnen eine Meldung durchgegeben. Unser Auftrag jetzt ist ein Auffahrunfall auf der A3. Mit Sachschaden gemeldet, der ist in unmittelbarer Nähe zu der Anschlussstelle Hanau. Das ist sowieso so ein neuralgischer Punkt. Da gehen quasi zwei Spuren weg, wenn man es so will, in zwei verschiedene Fahrtrichtungen. Und insbesondere dann, wenn es sich ein bisschen aufstaut, ist also die Gefahr größer, dass es da zu Unfällen kommt. Insbesondere halt zu Auffahrunfällen. Ja, da stehen sie rum. Dann gucken wir mal, was sie für ein Problem haben.
Zwei Autos sind an dem Unfall beteiligt. Guten Tag, die Polizei. Sie gehören zu welchem Fahrzeug? Das vordere. Und Sie zu dem? Okay, und was ist passiert dann? Also hier ist ja immer mal dieser Rückstau an der Abfahrt Hanau. Und, ja. Stockender Verkehr. Vorne standen sie auf einmal, mein Auto bremst. Und dann Klassiker, ne? Okay. Drauf. Ja. Sehen Sie das auch so? Dass sie dann... Ich habe noch gebremst. Bin in die Eisen gegangen. Ja. Standen Sie, als die Dame draufgefahren ist? Ja. Oder sind Sie noch gerollt? Nee, okay. Stand. Ja. Auf gut. Welchem Fahrstreifen sind Sie gefahren? Auf dem rechten. Äußeren, okay. Genau. Auf dem rechten, also hier rechts, ne? Genau. Okay. Dann bräuchten wir von beiden mal Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweis. Ja. Sind denn die Fahrzeuge noch fahrbereit oder müssen wir für irgendwie einen Abschleppdienst verständigen? Also meiner scheint. Ja. Sollte aber gehen, soweit. Wo müssen Sie denn noch hin? Ich musste eigentlich nach Wiesbaden. Nach Wiesbaden? Okay. Mir geht es im Prinzip darum, ob Sie von der Autobahn runterfahren können. Ja. Weil hier stehen bleiben, sind logischerweise schlecht, aber das sollte an sich funktionieren. Okay. Können wir mal gucken, ob der Motor anspringt, ob da mit der Elektronik alles in Ordnung ist. Während wir schreiben, Sie können ja schon mal anfangen, die Personalien auszutauschen für die Versicherung. Haben Sie schon gemacht? Okay, gut. Das ist halt ein Firmenwagen. Ja. Daher kümmern sich dann die Verwaltung. Gut, alles klar. Dann nehmen wir das auf, dauert einen kleinen Moment. Ja, alles klar. Gut. Knapp 6.300 Verkehrsunfälle gibt es täglich in Deutschland und oft ist fehlender Abstand die Ursache. Das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie können dann meinem Kollegen Angaben machen, müssen es aber nicht. Wenn Sie die 35 Euro bezahlen, dann geht es nur, wenn Sie diesen Verstoß zugeben auch. Aber das klang ja vorhin so. So, dann sind hier die 35, ja. Dann bräuchten wir die Karte. Mal gucken, ob das so geht. Ja, mal weg. Es kann sein, dass er trotzdem die PIN möchte. Nee, klappt sogar diesmal so. Das ist für Sie. Damit ist polizeilicherseits abgeschlossen dann, das Ordnungswidrigkeitenverfahren. Uli Bartl dokumentiert den Schaden am Auto der Unfallverursacherin. Jetzt haben wir hier die Stoßstange, dann hier an der Seite, dann die Motorhaube, das Licht. Also 5.000 bis 6.000 Euro würde ich schätzen, Schaden an dem Auto jetzt. Es könnte theoretisch auch ein wirtschaftlicher Totalschaden sein bei dem Fahrzeug, je nach Restwert, was es hat. Gut, dann gucken wir mal, ob das Fahrzeug noch fährt. Wir werden sehen. Ja. Haben Sie schon mal geguckt, ob es anspringt, das Auto? Gut. Bitte erst mal auf dem Seitenstreifen, wo wir jetzt stehen, mal beschleunigen und dann gucken, dass wir links rüberkommen. Gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Airbag aufgeht. Wollen wir es nicht hoffen? Wollen wir es nicht hoffen, ja. Carsten Sommer und Uli Bartl begleiten die Autofahrerin, damit sie sicher bis zum nächsten Rastplatz kommt. Hessen 2101 von 23. Das Verkehrsunglück ist aufgenommen. Wir begleiten jetzt noch eine Unfallbeteiligte mit ihrem Pkw zur Rastanlage Weißkirchen. Der andere ist schon selbstständig wieder von dannen gezogen und dann ist die Unfallstelle auch schon geräumt. An der Rastanlage kann die Frau einen Abschleppdienst anrufen. Wenige Minuten später geht es für die beiden mit Blaulicht weiter. Robert, wir fahren mit Susi Heimbach Nord. Schlägerei, Spiegel abgetreten, pp. Also Parkplatz Heimbach Nord A3